Hallo und herzlich willkommen zu meinem Wein-Podcast. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich zur 59. Ausgabe vom 21. Mai 2022 begrüßen zu dürfen und heute wieder ein Interview und deswegen nennt sich die Folge natürlich, wie ihr es schon gewohnt seid, auf ein Glas Wein mit Jörg Wilczek. Ja, ich freue mich sehr, Jörg als Schweizer hier in meiner Sendung begrüßen zu dürfen und als Gesprächspartner gewonnen zu haben, weil letzten Endes ich ja auch versucht bin, möglichst interessante und abwechslungsreiche Jobs und Aufgabengebiete in der Weinbranche zu präsentieren, abseits des Weinhandels, der Weinproduktion und der Winzer. Da bin ich immer wieder dankbar über den Facettenreichtum von der Weinbranche und was es eben dort alles für Betätigungsfelder gibt. Jörg, seines Zeichens, ist Fotograf und hat sich die letzten Jahre auch verstärkt um die Fotografie im Weinbusiness gekümmert. Da findet ihr auf meiner Blogseite, als auch wenn ihr einen Podcast-Player benutzt, der Kapitelmarken unterstützt, seht ihr auch die eine oder andere Aufnahme von ihm im Player oder eben auf meiner Homepage. Und wer Kontakt mit ihm aufnehmen darf, findet natürlich, oder möchte besser gesagt, findet natürlich dann auch die Kontakte in den Shownotes. Zu Beginn möchte ich ganz kurz einen Abriss euch bieten von der diesjährigen ProWein. Die letzte ProWein 2019 liegt ja schon 3 Jahre zurück, Corona-bedingt eine etwas längere Pause. Und das war auch meine letzte ProWein selbstverständlich, sodass jetzt hier alle drauf gespannt waren, wie sich die ProWein nach der Pandemie letzten Endes präsentieren wird. Die 2019er ProWein, dazu gab es ja eine Sondersendung, da habe ich euch ja auch einige Mitschnitte präsentiert von den Veranstaltungen auf den Ständen. Dieses Jahr habe ich drauf verzichtet. Generell wollte ich keine ProWein-Sendung machen. Die Social-Media-Kanäle waren sowieso relativ voll mit den Posts dazu und alle waren irgendwie hellauf begeistert und froh, endlich wieder face-to-face, live und in Farbe sich treffen zu können. Ich für mich habe mich entschieden, mangels Hauptbetätigung sozusagen, dieses Jahr 3 Tage hochzufahren. Das hat das Ganze natürlich sehr entzerrt und trotzdem habe ich es nicht geschafft, alle Stände zu besuchen, die ich wollte. Und ja, ich weiß nicht genau, vielleicht lag es ein bisschen an der verplanten Vorbereitung. Ich war eigentlich ganz gut aufgestellt, dachte ich mir, aber die Zeit ist einfach dann irgendwie knapp und man möchte einfach von die ganzen tollen Veranstaltungen, die geboten werden, besuchen. Und da bleibt dann tatsächlich auch ein bisschen wenig Zeit, um einzelne Stände zu besuchen und mit den Standmitarbeitern dann zu sprechen. Ich habe aber die Chance trotzdem genutzt, auch neue Kontakte zu knüpfen für meinen Podcast, neue Gesprächspartner akquiriert und neue Geschäftskunden akquiriert. Da werdet ihr euch auf die nächsten Folgen freuen können, was da alles jetzt in der Pipeline steckt. Da bin ich schon sehr froh und gespannt selber darauf, wie das bei euch ankommen wird. Das ist auch wieder das Stichwort. Ihr könnt natürlich gerne Mitglied in meiner Facebook-Gruppe Weinverstehen leicht gemacht werden und dort mit mir und meinen anderen Hörern gerne in Kontakt treten. Ja, der erste Messetag, der war wie immer, ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, man weiß immer nicht genau, wie man in der Messe starten soll. Man ist so ein bisschen verloren. Wenn man nicht gleich einen ersten Termin hat, muss ein bisschen sich warm laufen, auch die Hemmung überwinden, zu Ständen zu gehen, mit den Leuten zu sprechen. Diesmal war die Warmlaufzeit viel kürzer, weil ich gleich einen ersten Termin um 10 Uhr schon hatte am Sonntag. Und somit war ich da relativ schnell in dem gewohnten Fahrwasser wieder mit drin. Das Ganze war gespickt auch mit tollen Verkostungen zu spanischen Rotweinen, moderiert von David Schwarzwälder. Den habt ihr ja auch schon kennengelernt. Portugal hat mich mal wieder total fasziniert. Eine ganz tolle Präsentation, auch mit einer sehr großen Bandbreite an Stilistiken. Also ich bin ja eh so ein kleiner
verkappter Portugal-Fan. Überhaupt die Iberische Halbinsel war interessanterweise für mich ein bisschen im Mittelpunkt gestanden, ohne dass es jetzt beabsichtigt war. Was ich total umgangen habe, aber auch nicht absichtlich war, die neue Welt war Frankreich im weitesten Sinne und Italien. Also ich war nur Iberische Halbinsel im Wesentlichen. Ich war viel in Deutschland, viel in Österreich auch. Habe dort auch schon Winzer getroffen, die wir schon aus der einen oder anderen Podcast-Folge kennen. War sehr, sehr spannend. War auch schön, die mal live und in Farbe zu sehen. Hat mir auch große Freude gemacht, dann nicht sich nur auf dem Bildschirm zu sehen. Ja, und so hat sich das irgendwie ziemlich fokussiert auf das. Also große Teile der Welt sind leider außen vor geblieben, aber man muss einfach auf der Messe sich fokussieren und selektieren, weil sonst wird es einfach zu viel. Grundsätzlich kann man sagen, dass es eine Besuchermesse war, in dem Sinn, dass die Besucherzahlen deutlich geringer waren. Es waren auch meines Wissens mehr Hallen, um einfach die Enge zu entzehren. Man hat versucht, möglichst viel Platz zu schaffen. Das heißt, der ganze Messebezug wirkte ziemlich locker und manchmal auch die eine oder andere Halle verlassen. Vor allem für Italien, würde ich sagen, gilt es. Da mag mit reinspielen, dass vor kurzem ja die Vinatili stattgefunden hat. Dort waren wahrscheinlich schon viele Besucher, die sich für Italien interessieren. Deswegen war jetzt Italien vielleicht nicht das allergrößte Zugpferd. Aber man hatte dieses Jahr einfach schön Zeit und Raum, in hochqualitative Gespräche, ausgedehnte Gespräche zu bekommen und hatte nicht ständig 15 Leute im Rücken, die auch mit dem Winzer sprechen wollen. Insofern war das eigentlich eine sehr schöne, intensive und fokussierte Messe, wo man einfach auch mal ein bisschen mehr Zeit hatte, wie man sonst von der ProWein kennt. Weniger schön fand ich war, dass es für die meisten Standveranstaltungen und Classes und Seminare, wie es auch immer genannt wird, dieses Jahr keine Anmeldemöglichkeiten gab, für die meisten zumindest. Das heißt, auf den meisten Ständen war es First Come, First Serve. Das ging auch relativ gut, weil eben so wenig Besucher da waren. Allerdings eine Veranstaltung konnte ich dann nicht besuchen. Das hat mich sehr geärgert, weil ich da schon ein paar Wochen vorher eine E-Mail hingeschrieben habe, war am selben Tag sogar noch beim Stand von Zwiesel. Und dann hieß es auch wieder First Come, First Surfen. Dann habe ich es halt tatsächlich um 5 Minuten maximal verpeilt, obwohl ich mich schon eine Stunde rumgetrollt habe, um auf diese Veranstaltung zu warten, dort einen Platz zu bekommen in der Pinot-Verkostung. Und das hat mich schon sehr geärgert, muss ich sagen, weil ich echt bemüht war, da hinzukommen und habe als Vorbereitung alles getan. Und ich finde es einfach immer mit diesem First Come, First Surf ist einfach ein bisschen blöd, weil einfach dann Leute schon stundenlang um diesen Stand rumgeiern und so funktioniert es einfach nicht. Man hat so wenig Zeit auf der Messe, man will so viel machen. Ich kann nicht 2 Stunden vorher mir einen Platz schnappen und da die Reise nach Jerusalem spielen. Also, liebe Veranstalter, an der Stelle würde ich mir wünschen für nächstes Jahr, dass ihr einfach wieder zu dem Reservierungssystem zurückkommt. Es kommen eh immer nicht alle und die Warteliste kann dann ja ein Stück weit abgebaut werden. Das finde ich einfach vor dem Hintergrund einer effizienten Messe besser und angebrachter. Ja, das hat mir nicht gut gefallen. Okay, dann der Montag. Ja, Montag war, habe ich ein bisschen kürzer gemacht. Diese Pinot-Veranstaltung war auch am Montag. Da habe ich es ein bisschen ruhiger angelassen. Und dann am Dienstag hat mich sehr, sehr gefreut, einer meiner oder zwei meiner treuesten und längsten Hörer und Kunden, mit denen die mittlerweile auch in der Weinbranche Fuß gefasst haben. Das fand ich besonders toll, euch zwei Lieben da zu treffen, eine Verkostung gemeinsam zu machen. Das war echt ein schönes Erlebnis und das ist das, warum ich letzten Endes ja diesen Podcast auch betreibe, Leute
für Wein zu begeistern, meine Faszination überspringen zu lassen, euch anzuregen, handwerkliche, hochqualitative Produkte zu kaufen, tief in das Thema einzusteigen und wenn es dann so läuft wie bei den beiden, nebenberuflich in der Weinbranche, so wie ich ja auch, sich zu betätigen, das ist das größte Lob und da freue ich mich besonders drüber, da ein Stückchen dazu beigetragen zu haben. Ja, und dann ging es auch schon wieder nach Hause, zum Teil unverrichtiger Dinge, aber wirklich platt. Also man macht sich keine Vorstellungen, wie körperlich anstrengend so eine Messe ist. Zunächst mal legt man ja wirklich viele Kilometer zurück, hat kaum Zeit zu essen. Das klingt jetzt alles blöd und schrecklich, aber die Taktung ist einfach wirklich hoch, sodass man ein bisschen vergisst, auf sich und seine körperlichen Bedürfnisse zu achten. Das heißt, man hungert sich so durch den Tag mit Junkfood irgendwie durch, drückt sich hier mal schnell eine Bratwurstsemmel rein und dann geht's auch schon wieder weiter. Und der Alkohol trägt sein Schärfchen dazu bei, dass man natürlich auch gegen Ende dann einfach immer angeschlagener ist. Und ich persönlich habe auch keine Abendveranstaltung mehr besucht. Ich war da einfach zu fertig und war dann froh, in Ruhe Abendessen zu können, weit ab vom Schuss, ohne Wein natürlich. Ne? Ich habe nur Wasser bestellt abends, war völlig ausreichend. Ich war völlig ausgedörrt, obwohl ich immer eine Wasserflasche bei mir hatte. Und habe das dann abends einfach gut sein lassen, weil es wird sonst einfach too much. Und am nächsten Tag zahlt man in meinem Alter zumindest dann schon die Rechnung, wenn man am Abend davor ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Was auch noch zu beobachten war, und dazu wird es vielleicht, und ich drücke mir die Daumen, aber auch euch Hörer die Daumen, dass es dazu kommt. Der alkoholfreie Wein hat tatsächlich auf der Messe auch eine große Rolle, kann man jetzt nicht sagen, aber eine größere und wichtigere Rolle gespielt als die Jahre davor. Da war ich ja quasi mit meinem Podcast auch ein Stück weit Vorreiter durch Markus von Wein ohne Kater, das Interview mit dem Weingut Löffler, Vinade. Und ich habe auch neue Kontakte geknüpft zu Produzenten und Anbietern von alkoholfreien Wein. Und vielleicht gibt es da in Zukunft dann eben auch eine entsprechende Podcast-Folge. Und selbst in dem Trend-Tasting mit Stuart Pickett wurden drei deutsche alkoholfreie Weine verkostet. Also ich denke, das Thema wird uns die nächsten Jahre immer mehr und stärker begleiten. Es wird wegkommen von einem Großstadt-Faszinovum, Großstadt-Trend hin zu einem allseits akzeptierten und breiten Angebot an alkoholfreien Weinen. Vielleicht wird es irgendwann mal den Status vom alkoholfreien Bier erlangen. Also hundertprozentig überzeugt und optimistisch bin ich dann nicht, weil Wein einfach anders funktioniert wie Bier, auch das alkoholfreie. Aber ich denke, in Zukunft wird der alkoholfreie Wein definitiv seine Nische finden. Ja, das soll es gewesen sein. Übrigens, ach ja, das wollte ich noch erwähnen. Ich habe natürlich für die drei Messetage dann eine Corona-Warnung auf die App bekommen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich die Tests präsentieren und mit was für ein Ergebnis vor allem. War auch ein bisschen funny, weil in der U-Bahn oder Straßenbahn oder was immer das in Düsseldorf sein soll, herrschte natürlich noch Maskenpflicht, auf dem Messegelände dann nicht. Es war lockerer, es waren weniger Leute, klar. Trotzdem waren es natürlich Hallen und auf den Standveranstaltungen und bei manchen Ständen außenrum ging es halt schon ein bisschen enger zu. Und man trägt keine Maske. Ich habe es dann auch sein lassen, obwohl ich die ersten Minuten angefangen habe. Beim Verkosten muss man sie ja eh runternehmen. Und man hat kaum Leute mit Maske gesehen. Nicht, dass ich mir jetzt da unbedingt blöd vorkäme, aber es war einfach eine Frage der Bequemlichkeit. Und ja, mal schauen. Vielleicht habe ich mich jetzt letzten Endes doch infiziert. Ich hoffe es mal nicht, weil ich am 30. Mai, also in 10 Tagen, von der Aufnahme jetzt abgerechnet, wollte ich in die USA fliegen und wie ihr ja wisst, braucht man da so einen Pre-Departure-Test und ich hoffe natürlich, dass ich bis dahin auf jeden Fall wieder negativ bin.
Gut, das soll es gewesen sein für meinen kleinen Prowein-Rückblick. Ich bin mal gespannt, ob sie nächstes Jahr wieder im März stattfinden kann. Die war ja 2 Monate nach hinten verschoben. Ich glaube, das war trotz allem eine ganz gute Entscheidung, weil die Auflagensituation und Infektionssituation einfach jetzt 2 Monate später tatsächlich deutlich entspannter war wie März. Insofern Chapeau für die Messeveranstaltung, ein herzliches Dankeschön an alle Aussteller, die diese zusätzliche Arbeit auf sich genommen haben, trotz des Wissens, dass sie wahrscheinlich nicht so viele Geschäftspartner erreichen können wie bisher oder gewohnt. Und da fällt mir gerade noch was ein, was ich euch sagen möchte und wo ich auch eure Unterstützung bräuchte. Und zwar habe ich an einem sehr, sehr spannenden, aufschlussreichen und wirklich faszinierenden Sake Tasting teilgenommen, und zwar Weinspeisenkombination mit Sake. Und mich hat's geflasht. Ich finde es super spannend. Es ist ein sehr vielfältiges und facettenreiches Thema auch. Und da wollte ich einfach euch mal fragen, wer von euch sich denn mit Sake auskennt und vielleicht auch mal Sake hier in meinem Podcast vorstellen möchte. Der kann sich gerne bei mir melden. Das würde mich sehr freuen, dieses Thema hier auch mal anreißen zu können. So, das soll es nun aber wirklich gewesen sein. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Jörg Wilczek, dem Weinfotografen aus der Schweiz. Ja, liebe Podcast-Hörer, ich freue mich, euch den nächsten Schweizer sozusagen in meinem Podcast präsentieren zu dürfen. Und zwar mal etwas, ich nenne es jetzt mal vielleicht außergewöhnliche Betätigung in der Weinbranche, und freue mich umso mehr, auch mal andere Berufe euch vorstellen zu können. Und dafür habe ich mir Jörg Wilczek eingeladen. Grüß dich, Jörg. Hallo. Hallo, Florian. Hallo zusammen. Grüß dich, Jörg. Ja, wir haben uns auf LinkedIn, glaube ich, vor ein paar Monaten oder über ein Jahr jetzt schon kennengelernt. Jetzt haben wir lange gebraucht, bis wir es endlich geschafft haben, terminlich und auch technisch das Interview zu starten. Umso mehr freue ich mich. Und Jörg, du bist ja zum einen Weinliebhaber natürlich, darüber haben wir uns wahrscheinlich getroffen auf LinkedIn, aber das ist ja das, um was es heute primär gehen soll. Du bist nämlich auch Fotograf. Und vielleicht fangen wir einfach an der Stelle mal an, dass du erzählst, wie es denn mal zunächst vielleicht zu dem Beruf Fotograf gekommen ist. Das ist eigentlich noch, wie soll ich sagen, man ist in der Schule und ist dann in der 9. Klasse, und dann kommt die Entscheidung, was soll man so genannt für den Rest seines Lebens tun? Und ich wusste das eigentlich damals nicht sehr genau. Mein Vater hat fotografiert relativ oft mit einer schönen Leica M-Kamera. Da ist aber nicht zwingend mein Einstieg, also ist es durch meinen Vater entstanden. Ich wusste ehrlich gesagt nicht genau, was ich tun sollte. Man ging zur Berufsberatung. Die haben dann gesagt, ja, ein kreativer Beruf ist sicher angesagt. Und ich habe mich dann relativ spontan entschieden, die Fotografenlehre anzufangen. Mhm. Was nicht ganz einfach ist, weil auch das mal, ich bin ja in Zürich geboren und aufgewachsen, es gab wirklich professionelle Lehrstellen, gab es damals vielleicht 10 Stück. Und ich hatte dann das Glück und habe eine ergattert, und das war quasi der Einstieg. Also in mein, Und dein Vater hat gar nicht versucht, dich da jetzt für seinen Beruf auch zu begeistern? Oder lief das einfach so nebenbei? Du hast das mitbekommen, aber... Mein Vater war übrigens ursprünglich Flugzeugmotorenmechaniker. Ah, guck an. Ja. Ja, lustig. Und als er dann in die Schweiz kam in den 50er Jahren und meine Mutter kennengelernt hatte, die aus Österreich, aus Wien kam und zuerst Zimmermädchen war in den Bergen im Hotel Weißen Kreuz in Lagün, das weiß ich noch, haben sich dann irgendwie in Zürich kennengelernt, und er hat dann das mit dem Flugzeugmotorenmechaniker, also er hat nie bei der Swissair gearbeitet, ist dann auf Autos umgestiegen quasi. Okay. Ja. Aber dass er jetzt gesagt hat, Mensch Jörg, hier, nimm mal eure Kamera in die Hand, schau mal, ob dir das zusagt, das war es dann gar nicht. Nein, das war nicht so. Das war wirklich eine eigene Entscheidung in dem Sinn, und
irgendwie hatte ich Glück, dass es das Richtige war, habe ich das Gefühl im Nachhinein. Ja, ja, meine Frau ist ja auch Fotografin, das ist ja auch, sag ich mal, jetzt eine Ironie noch. Und bei uns in Deutschland zumindest wird ja unterschieden zwischen künstlerischer Fotograf und gewerblicher Fotograf. Ja. Wie würdest du dich denn, oder gibt es diese Unterscheidung in der Schweiz auch? Und wenn ja, wie verortest du dich in der Branche? Ich würde sagen, irgendwo in der Mitte schlussendlich, weil, also die, so wie ich den Beruf gelernt habe, das gibt es nicht mehr. Da waren wir immer ein paar Tage in der Kunstgewerbeschule und die meiste Zeit aber im Fotostudio bei einem wirklich professionellen Fotografen, also mit richtigem Studio, mit Equipment, nicht Fotolädelchen und so, also nicht irgendwo im Ladenlokal oder so. Und ja, wie soll ich sagen, das war dann irgendwie, die Lehre ging 4 Jahre. Und dann weißt du eigentlich, dann hast du mal die Technik-Intus, das haben wir wirklich bis ins kleinste Detail durchgespielt. Immer. Wir hatten einen Lehrer, der Herr Marchesi, der hat uns da wirklich, da kam es Physik tief rein und Elektronik und so, und wir fanden das zum Teil alle ein bisschen schwer übertrieben, weil wir wollten eigentlich fotografieren und nicht irgendwie da vertieft reingehen. Mhm. Aber schlussendlich, um auf deine Frage zurückzukommen, also für mich ist es, das kommt auf den Auftrag an, würde ich jetzt auch mal sagen, wie tief oder wie fest es in die Kunstfotografie geht und wie fest es einfach rein gewerblich ist. Und es ist aber teilweise halt wirklich auch ein Mix aus beiden zusammen. Und das ist eigentlich dann die schönste Geschichte, finde ich, wenn es, ja, wenn man einen Auftrag hat und der muss, da kann man quasi frei, nach Lust und Laune auch nicht, aber halt wirklich kreativ werden, oder? Ja, über verschiedene Stilrichtungen und Mittel, oder? Ja, also eine künstlerische Komponente, denke ich, ist in jeder Ausrichtung vorhanden, weil sie auch ums Auge geht, ne, um das Motiv geht zu erkennen, weil ich sage mal, heutzutage ist es ja fast unmöglich, nicht technisch einwandfrei ein Bild zu machen, aber das sagt natürlich noch gar nichts über die Ausdruckskraft, den künstlerischen Aspekt des Fotos an oder auch wie man dann verschiedene Elemente in Szene setzt. Also aufs Knöpfchen drücken, die Elektronik nimmt ja heute viel mehr ab, wie es früher war. Aber natürlich kommt es dann schon letzten Endes auf dem drauf an, der aufs Knöpfchen drückt, wie dann das Bild gebaut ist, aufgezogen ist, aufgebaut ist und so weiter. Bei uns in Deutschland ist die Unterscheidung die, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Gewerbsfotograf, der macht quasi Auftragsarbeit in erster Linie und der künstlerische Fotograf macht quasi, wenn man es so sagen möchte, Fotos ohne Auftrag, wo quasi Ausstellungen oder sowas dann im Mittelpunkt stehen, ne, für ihn. Habe ich beides schon gemacht, auch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, auch Ausstellungen und so, aber halt im kleinen Rahmen, also ich bin da nicht irgendwie durchgedrungen zu, wie soll ich jetzt sagen, gestern wurde in Zürich ja ein Bild von Andy Warhol verkauft für 195 Millionen und das ist in 4 Minuten war das weg. Wahnsinn. Das ist schon verrückt. Also gut, das sind jetzt andere Sphären, das ist auch das, geht auch Malerei im weitesten Sinne. Aber eben, es ist, in Deutschland, mag ich mich erinnern, hieß es immer Fotodesigner, haben die sich genannt. Nicht Foto, also so hieß der Beruf, also früher, oder das Berufsbild. Okay. Ja. Was wir in der Schweiz immer gedacht haben, das klingt jetzt auch ein bisschen so, also Fotodesigner, Fotograf, ja klar, das sagt ja eigentlich schon sehr vieles aus. Und was soll jetzt das mit dem Design? Aber wie auch immer. Was ich in der Fotobranche ein bisschen schade finde, ist, wie es ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Du hast das Stichwort schon gebracht mit Fotolädelchen und ich meine, es ist ja ähnlich wie die Backshops, sage ich mal. Ne? An jeder Ecke findest du irgendwie einen Fotografen, der dann seine Passfotos macht und so weiter. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil quasi das Handwerk oder die Kunst darin ein bisschen drunter gelitten hat, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber das, was angeboten wird, ist halt oft, hat halt mehr was mit Fließbandarbeit zu tun, wenn man durch die Stadt geht und eben diese Photoshops, wie es ja dann schon immer heißen sieht, das hat ja eigentlich nichts mehr mit der klassischen Fotografie zu tun. So. Nein, da gebe ich dir recht. Wobei in erster Linie würde ich da die Handyfotografie ins Spiel führen oder in die Runde werfen. Das ist das, was am meisten in die Quere kommt. Ja komm, das können wir doch selber machen schnell, dann machen wir schnell mit dem Handy ein paar Bilder und jetzt, ich habe mir jetzt eben kürzlich, wie vorhin erwähnt, ein iPhone 13 besorgt. Ich habe
auf meinem ganzen Instagram-Account, das ist alles außer ein Bild, aber das werden die wenigsten erkennen, ist, das ganze Account ist mit dem Handy, also mit iPhone gemacht, oder? Und mit einem iPhone 7 noch, jetzt 99%. Okay. Und das ist nach meiner Meinung nach, das ist so, also da ist auch vieles weg. Jeder ist heute Fotograf, jeder kann ein Bild machen, jeder kann da die kleine Menüführung bedienen. Die einen ganz schlecht, die anderen recht gut, die anderen übertrieben, also Verfremdungen, also vor allem die Frauenwelt ist da so ein bisschen sehr betroffen mit irgendwelchen, also diese Filter, die alle Falten wegmachen und so, also sieht ganz schlimm aus zum Teil natürlich. Also du meinst, und man merkt natürlich trotzdem, Photoshop zusammenfassen. Ja. Kann man so sagen, und man merkt natürlich aber schon auch, kann jemand, also hat jemand ein Auge für das Ganze oder nicht, oder? Das finde ich schon, das sieht man. Ja, definitiv. Und ich, als ich hobbymäßig damals fotografiert habe, das war ja auch noch bevor die Digitalkameras kamen, also ganz klassisch Spiegelreflex, und meine Frau, die fotografiert ja jetzt auch alles mit einer, also nicht alles mittlerweile mehr, darauf wollte ich eigentlich kommen, aber hauptsächlich halt mit Digitalkameras, aber bietet auch mittlerweile wieder an, Hochzeiten zu begleiten mit Analogfotografie. Und die Bilder sind einfach auch vom Farbraum her, vom Kontrast her, von der ganzen Zeichnung her schon nochmal was anderes wie digitale Bilder. Also wenn man das direkt nebeneinander sieht, das ist schon noch einfach was anderes. Ja, das finde ich total spannend, dass man da ähnlich, wie ich es jetzt aus der Musik kenne, wo man sich auch wieder ein bisschen zurückbesinnt, vielleicht auf Röhrenverstärker, analoge Musik und auch beim Fotografieren scheint so zu sein. Wie hältst du das, Jörg? Gehst du auch in die analoge Richtung wieder oder hast du ja Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich hatte bis vor mit jemandem zusammen ein Schwarz-Weiß-Labor, ganz klassisch noch. Ich meine, ich war ganz kurz in meiner Lehrzeit, war ich im ersten Lehrjahr monatelang im Labor und habe Filme entwickelt, große Mengen, Vergrößerung gemacht, große Abzüge, 30x40 Zentimeter, 40x50 und so. Mhm. So habe ich es gelernt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nie mehr so einen Vergleich gemacht, um ehrlich zu sein. Jetzt kann man sagen, und es gibt auch heute, wenn du, ich sage jetzt eben Ausstellung, zum Thema Ausstellung irgendwie Digitaldrucke, das kommt ganz schwer auf das Papier an, sprich auf die Finanzen, die du da einsetzen willst, oder? Ja. Für mich ist Fotografie in dem Sinne einfach, dass man nicht groß rumtrickst, oder? Also meine gute Fotos sprechen, finde ich, für sich selber. Da brauchst du nicht rumzuschleifen, nicht rumzuretuschieren. Das hatte ich früher in der Modefotografie, wo ich ja hauptsächlich beschäftigt war, also auch in New York, dann wo ich mit Michel Grant irgendwie Assistent war, 2 Jahre lang in New York und Paris, mit den ganzen bekannten Models aus den 80er Jahren oft gearbeitet, also daneben gestanden und die Augen verdreht. Quasi. Ja, weil sie halt so hübsch, aber auch begabt waren. Ich meine, wenn dann irgendwie, weißt du, so eine Cindy Crawford oder wer auch immer da reinschneidet ins Studio und dann denkst du, gut, die kriegt jetzt, was ich, wenn es ein Werbeauftrag ist, kriegt die vielleicht 10 oder 20 oder 30.000 Dollar am Tag. Das ist auch schon mal nicht so schlecht. Ja, und aber schon ein bisschen einigermaßen mehr können als einfach so, ich sage jetzt das in Anführungs- und Schlusszeichen, normale Modelle, die man so für Fotokatalogfotografie, Modekatalogfotografie, die ich viel vor der Kamera hatte dann später, wo vielleicht die hatten dann 1.000 oder 1.500 oder 1.800 Schweizer Franken gekostet im Tag. Das war teilweise dann, hast du schon gesehen, okay, das ist eine andere Welt, oder? Also das ist einfach so, also ganz gute Modelle, das mussten schon oder sind einfach so ein bisschen halbwegs noch schauspielerisch auch begabt. Die können sich da ein bisschen mehr reinfühlen, können sich in so eine Szene ein bisschen reinfühlen und können das auch rüberbringen, das meinte ich damit, oder? Und wie ist es da, wenn jetzt so ein Großkaliber, bleiben wir mal bei Cindy Crawford, den Raum betritt, haben die eine Aura, haben die eine Ausstrahlung oder wie muss man sich das vorstellen, so unnahbare Stars? Ich finde, Stars? Ich sag's mal anders noch, ich hatte damals mit Michel Grant, wir haben da so viele weltbekannte Menschen fotografiert, als ich mit ihm angefangen habe zu arbeiten, als Assistent wohlgemerkt, als First Assistant. Da haben wir gleich Dustin Hoffmann fotografiert und er hat auch gerade noch Geburtstag an diesem Tag. Und das war so eine Serie für, glaube ich, Mademoiselle Magazine und völlig normaler Typ. Also das ist so, oder? Das ist auch kürzlich, ich ziehe jetzt mal kurz eine Querverbindung, als ich da letztes Jahr im Herbst den John Malkovich fotografiert habe. Auf seinem, also in der Provence, eben wegen seinem Wein schlussendlich, weil er da wirklich mit drinsteckt, nicht nur seinen Namen hergibt. Und
Er kam da raus und ich habe da aus dem Haus und so, und ich habe gedacht, mein Gott, fast scheu und so. Also die wirklich guten Leute, und da waren, also dazu mal in Amerika und auch in, also auch in Paris, da waren wirklich so viele Schauspieler und bekannte Musiker dabei. Und so die, was mir dann aufgefallen ist, dass eigentlich so die weniger Bekannten eher so ein bisschen denken, sie müssen eine kleine Show abziehen. Die anderen sind einfach Profi genug, und ich komme jetzt nochmal auf Cindy Crawford vielleicht oder Stephanie Seymour oder wie sie alle hießen. Da bin ich fast in Ohnmacht gefallen, als sie reingekommen ist, weil mir persönlich sehr gut gefallen hat. Das war damals die Freundin von Axl Rose von Guns N' Roses. Das sind ganz normale Menschen. Also jetzt nicht irgendwie, es kostet, es ist zu viel Geld im Spiel, man verhält sich da einfach professionell und macht da nicht einen auf eben einfach so arrogant oder so, aber das gab es durchaus mal, das hast du recht. Also. Ja, es ist super lustig, weil ich sage jetzt mal, ich kenne es von der Fliegerei ein bisschen, weil wir ja gerade in der First Class häufiger auf bestimmten Strecken, also allen voran, San Francisco und Los Angeles, da sind tatsächlich regelmäßig wirklich bekannte Persönlichkeiten dabei. Und ja, wenn du sie da mal, ich meine, das ist ja dann ein privates Umfeld, sage ich mal, wenn die jetzt da aus Gast mit an Bord sind. Aber der Eindruck, dass es letzten Endes ganz normale Leute sind, die auch ziemlich bodenständig sind und letzten Endes eigentlich nur ihre Ruhe haben wollen, zumindest wenn sie bei genau uns an Bord so sind. Ist es total spannend, die halt mal so ungezwungen, ohne Kamera zu sehen jetzt quasi. Und gebe ich dir recht, also meistens sind dann die Leute, die in der Business hocken, die haben noch fast mehr Geltungsbedürfnis wie die, die in der First sitzen, weil die ganz vorne hocken, haben es geschafft und die anderen müssen noch... Genau, und die anderen, die kratzen da noch an der Tür irgendwie, oder? Ja. Mir kommt gerade noch in den Sinn, ich habe irgendwo Fotos, wir hatten damals den Anthony Quinn zum Beispiel auch fotografiert. Und am Schluss haben wir also alle so immer einzeln mit ihm so was getanzt, einfach so als Abschluss des Shootings. Ja. Ich habe irgendwo so Kontaktbogen, ich muss immer raussuchen. Aber eben völlig noch, also das waren wirklich 50, 60, also sogenannte wirklich weltbekannte Menschen dabei, Frauen wie Männer. Und es war zu 90% ist das ganz normal abgelaufen. Ja. Jeder weiß, was er zu tun hat, tut das. Und spricht miteinander, hallo, bla bla, ein Lächeln, aber nicht irgendwie, wer ist denn, bist denn du oder so, du bist da eh nur der, oder? Ja, also wir machen das natürlich dann auch professionell, selbst wenn wir wissen, wer jetzt an Bord ist, steht natürlich dann nicht die ganze Besatzung Schlange für ein Autogramm, das ist halt dann die Professionalität bei uns, wo man einfach sagt, ja, schön, dass sie da sind, aber der wird jetzt auch nicht belästigt. Ja. Aber das Schöne ist dann, ich kann mich jetzt nie vergessen, einmal hatte ich Carlos Santana an Bord. Und das war auch super. Und erstens mal gefällt mir seine Musik, aber mein Kapitän damals, der war ein absoluter Santana-Freak und hat auch Gitarre gespielt und spielt seine Stücke immer nach. Und das Lustige ist, dann war er bei uns an Bord und in San Francisco heißt eine Abflugroute, die nach ihm benannt ist. Also die heißt King Carlos Santana, die und die Wegpunkte, die man abfliegt, die lauten dann King Carlos Santana. Ja. Und das haben wir ihm dann gezeigt auf der Karte quasi, dass wir heute die Abflugroute wählen, die nach ihm benannt ist. Und wenn es dann natürlich noch am Bord hast, das war dann schon irgendwie sehr lustig. Und merkt man halt dann, dass es ein echter Weltstar ist. Er hat es freundlich zur Kenntnis genommen, aber es fand er jetzt, nicht so beeindruckend wie wir. Aber da merkst du einfach dann, dass es dann die richtigen Stars sind und da nehmen das wohlwollend hin und dann ist auch wieder gut. Kommen wir aber nochmal jetzt zu dir zurück, lieber Jörg, weil jetzt Fotografie haben wir jetzt ein bisschen beleuchtet, aber wie bist du denn dann auf den Wein letzten Endes gekommen? Das ist eigentlich einfach erklärt, das ist wirklich die Liebe, die Hingabe, die Verrücktheit zum Wein schlussendlich. Ich bin jetzt nicht mehr so jung, auch nicht mehr, und trinke seit Anfang 20 eigentlich, also intensiv Wein. Ich habe mich angefangen damit zu beschäftigen, dazu mal das Vinum abonniert, dann angefangen Bücher zu kaufen irgendwie, also Lehrbücher wie auch andere Bücher, einfach so diese, was es alles so gibt auf dem Markt, je nachdem. Und dann kam mal die Idee, das war eigentlich im 1997 müsste das gewesen sein,
da hatte ich die Idee, dann ist alles, was ich bis jetzt gemacht hatte, diese Katalogmotorfotografie, wo ich auch sehr viel gereist bin, was sehr toll ist, aber man hat auch gearbeitet, ob das jetzt in Südafrika, in Cape Town war oder irgendwo an der Côte d'Azur oder in Portugal oder in den USA oder in Griechenland, wo auch immer. Das ist alles eingebrochen komplett. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mich irgendwie anders orientieren. Und dann kam das plötzlich irgendwie mit dem Wein, Weinbücher und so und hatte dann einfach ganz spontan dazu mal den Martin Kingsmann angerufen. Das ist ein Weinjournalist in der Schweiz, der hat früher für Vinum gearbeitet, war bei Falstaff Schweiz auch mal Senior irgendwas, Editor, aber einfach Chefredaktor, ist jetzt wieder selbstständig. Und er hatte schon mal so zwei so kleine Büchlein gemacht über das Tessin. Da habe ich gedacht, ist ja gut und nett, aber da hat es keine Bilder drin, es ist viel zu klein. Und dann hatte ich gleichzeitig einen guten Freund von mir, den Martin Geier, aus Freiburg im Breisgau angerufen. Den kannte ich von meiner kurzen Zeit in Basel. Ich hatte da eine Freundin. Mhm. Und begabter Gestalter, und der hat dann, wir haben dann gleich mal ein Layout ausgeheckt, wie das ausschauen könnte. Großzügige Fotografie, schöne, epische Gestaltung und so, und das war mein Ziel von Anfang an, und haben dann eine denkwürdige Besprechung abgehalten. Er wohnt in Hergiswil, Haus direkt am See, das ist hinter Luzern, auf dem Weg nach Stans, also Richtung Gotthard. Und da haben wir schon um 11 das erste Glas Weißwein getrunken. Die Gespräche wurden immer besser und intensiver, ja, natürlich. Und glaube ich, gegen 3 Uhr Nachmittag sind wir dann gegangen, ganz glücklich und beseelt. Beseelt, ja. Und ja, wirklich. Und dann haben wir, dann ist das so langsam, kam das so ein bisschen in die Gänge. Man musste natürlich, also wichtig ist immer Geld finden. Das ist immer das A und O, das merke ich jetzt gerade wieder. Ja. Bei den Projekten, die ich im Kopf habe und die auch eigentlich bereit wären, aber Verlag suchen natürlich gleichzeitig, mit Leuten im Tessin reden. Wir haben dann mit, vor allem auch mit Christian Zündel, Werner Stucki, Daniel Urba, aber in erster Linie Werner Stucki und Christian Zündel vor allem. Ich sage ihm bis heute immer noch ein Intellektueller, der zufällig Wein macht und dann einfach noch Großartige dazu. Mhm. Jetzt ist seine Tochter, die Mira, auch mit dabei. Zum Glück lebt das weiter. Und da haben wir habe ich auch viel mit denen ausgetauscht, und die haben mir Tipps oder Hinweise gegeben und so, mit wem noch reden, und damit auch der Verband, der Tessiner Verband und so weiter, da auch Bescheid weiß, und geht ja dann eben auch um das Sponsoring, mhm, wer trägt was dazu bei und so weiter. Und das kam dann irgendwie zustande, das Buch hieß dann Die Cino del Vino und kam im Jahre 2000 heraus. Das war dann so quasi, da war ich irgendwie so ein bisschen auf der Bildfläche, denke ich mal, oder? Mhm. Und dann ging es eigentlich einfach weiter. Dann hat man sich natürlich auch mal bei Wien umgemeldet und so. Falstaff gab es damals noch nicht, zumindest nicht in der Schweiz. Und habe für die ab und zu mal gearbeitet, dann auch direkt halt für Weinproduzenten, für die Webseiten oder sowas. Und hatte dann weitere Ideen für Weinbücher. Dann kam das, jetzt weiß ich nicht die Reihenfolge genau, dann kam so ein Buch über die Bündner Weine. Dann das Südtirol, das hat, also ich habe die beiden ersten initiiert, da habe ich einfach auf den Martin so viel, also Druck gemacht, angenehm, komm, das machen wir, wir müssen auf die Hinterbeine stehen, aber das gibt was Gescheites, ich möchte das machen, es ist spannend momentan, es ist viel im Umbruch. Und dann gab es noch eins über die freien Weinbauern in Südtirol, das war eine Auftragsarbeit, dann wirklich von den freien Weinbauern aus, das war trotzdem sehr toll. Und dann noch eins über Apulien, aber da ging es zum Glück nicht um Wein, sage ich jetzt. Zum Glück, weil meine Weine sind es nicht. Das Essen war nicht toll, die Landschaft auch, die Leute auch, aber die Weine nicht. Bis heute. Mhm. Das ist das Letzte, das kam dann irgendwann, ich weiß gar nicht, im 2000, was war es? Ich weiß es nicht mehr. Auch schon 8 Jahre her wahrscheinlich wieder. Mhm. Ich habe aktuell noch ein Konzept liegen, seit 2 Jahren. Da geht es um den Libanon. Nicht jedermanns Sache, wobei Chateau Musard kennt jeder. Ich bin auch Freund von zu warmem Wein, im Gegenteil. Aber da tut sich auch einiges, und ich hatte mal den Sebastian Borthäuser angefragt, den kennst du wahrscheinlich auch, oder auch die Zuhörer. Ja. Und er hat das mal soweit zugesagt. Ich warte einfach auf den richtigen Moment, wo wir das Sponsoring irgendwie zusammenkriegen, sprich das Geld. Mhm. Und die letzte Geschichte, das habe ich dir geschickt, dieses Smells Like. Einfach ein Weinmagazin 4-mal im Jahr, aber da geht es, und zwar eben weit, weit abseits von Degustationsnotizen und so Sachen, keine, keine, wie soll ich sagen, keine, keine
keine Inserate, die auf Druck von eben, also, oder keine Berichte, die auf Druck von Inseraten zusammenkommen und so weiter, keine Publireportage, sondern einfach mal entspannt über Wein lesen und genießen und schauen auch, oder einfach, aber ab, keine Benotung. Ich bin absolut da, also nicht allergisch langsam drauf, aber ich gucke sie mir auch an. Es ist einfach eine Info, die man haben muss, um up to date zu sein, aber diese ganzen Benotungsnummer, jeder Dritte hat irgendwie einen Blog und so und denkt, wenn er ein Glas Wein getrunken hat, muss er darüber schreiben. Ist ja nicht verboten, ist auch okay, aber ich persönlich, ich bin da, also wenn ich das immer schon sehe, denke ich, ach du meine Güte, ja. Und es gibt ja nach wie vor, übrigens, und dann eben noch ganz kurz zu Smells Like, da werden eben Geschichten geschrieben, einfach Stories erzählt. Ich frage immer Leute, die in Weinhandlungen arbeiten, ich habe das auch schon gemacht, ein paar Monate lang, wie verkaufst du Wein? Verkaufst du Wein über die Punkte oder über Geschichten? Und die sagen eigentlich, die meisten, ich erzähle Geschichten über den Betrieb, über die Leute, über die Menschen, wie sieht es da aus, wie riecht es da und so weiter. Du verstehst, was ich meine, und ich hoffe auch die Zuhörer. Ja. Das ist das, was mich immer interessiert hat. Das finde ich interessanter als irgendwie 100 Parker-Punkte oder 18 plus oder 19,25 oder so, oder? Ja. Das ist schon interessant zu wissen, das muss man im Hinterkopf haben, wobei man kann ja heute, machst du kurz Google und dann guckst du dir einen Seller-Tracker oder was auch immer all diese Dinge heißen, da hast du dann eine Idee und so, aber es gehört halt dazu, aber ich finde, es gehört jetzt endlich auch mal dazu, was anderes zu machen, eben die Sache mal ein bisschen entspannt anzuschauen, oder? Ja. Jetzt hast du, ja, das war jetzt ein richtiger Parforce-Ritt. Ja, das war jetzt ganz so. Ich habe es selber gerade gedacht. Ja, kein Thema. Ich für die Hörer, ich werde natürlich die Bücher in den Shownotes verlinken. Wer Interesse an Jörgs Bücher hat, kann einfach dann die Shownotes oder den Blogbeitrag auf meiner Seite, das ist nett, um direkt auf seine Bücher zu kommen. Dein Magazin, gibt es schon, Jörg? Ist es schon zu kaufen? Smells Like, nein, das gibt es noch nicht. Man muss auch noch fertig produzieren. Mhm. Das steckt, ich bin jetzt da mit verschiedenen Menschen, die halt ein bisschen zu viel Geld haben, in Kontakt. Ist der Schweiz ja der richtige Ort vielleicht, oder? Ja, aber es ist nicht einfach, ich kann es dir sagen. Also weißt du, ach, ich sage jetzt da keine Namen, aber Leute, die weit über eine Milliarde haben oder so, und das ist ja nicht wenig Geld, die klagen, ja, Covid hätte sie getroffen und so. Ja, natürlich hat es alle getroffen irgendwo, aber wir brauchen nicht viel, um zu starten. Also das ist, um die Nummer 1 auf den Boden zu kriegen eben und dann aufzutanken, und so habe ich es auch geschrieben, und dann loszufliegen, aber die Ticket gibt es nicht umsonst, oder? Ja. Also von dem her, Also ich würde mal schätzen, dass vielleicht die Hälfte meiner Hörer tatsächlich auch Professionals aus der Weinbranche sind, und vielleicht ist ja tatsächlich einer unter euch, der sich da berufen oder bemüßigt fühlt und mal mit Jörg Kontakt aufnimmt, um vielleicht zu helfen, sein Weinmagazin aufs Gleis zu heben. Das wäre natürlich schön, wenn der Podcaster auch was dazu beitragen könnte. Ja, du hast jetzt... Ja, es existieren Datenblätter und alles von Marketingleuten und so weiter. Also es ist nicht irgendwie eine Fantasiegeschichte, oder? Genau, der aber kann sich ja dann einfach direkt an dich finden. Und die Kontaktinfos findet ihr natürlich dann auch in den Shownotes. Jetzt hast du quasi schon über die Verschmelzung von Fotografie und Wein gesprochen. Ja. Aber du postest ja auch immer wieder Aufnahmen auf LinkedIn. Das heißt, du bist aber jetzt auch außerhalb von Auftragsarbeiten quasi auf Weingütern in Weingegenden unterwegs und machst dann auch Aufnahmen für dich, oder wirst du dann engagiert von Weingütern, die Bilder brauchen für ihren Webauftritt oder für Drucksachen? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das kann man sich so vorstellen, dass man einfach eben also angesprochen wird oder angerufen oder angemailt wird. Ich weiß nicht, ob das richtig deutsch gesprochen ist, angemailt. Aber, weiß ich auch nicht. Ja. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, man glaube, ich verstehe, was wir meinen. Und dann heißt es vielleicht, ja, wir brauchen ein paar Bilder, ob es jetzt Portraits sind oder eben vom Weinberg und so. Ist es, und dann ist die Frage, ja, für was denn? Ist es für einen Prospekt? Ist es für die Webseite schlussendlich oder was auch immer? Und dann mache ich das natürlich. Dann gibt es eine Besprechung und dann kann man sich ein bisschen, dann kann man festlegen, was möchten die, was kann ich vorschlagen. Ich versuche auch immer mal Schwarz-Weiß-Bilder irgendwie an Mann und Frau zu bringen, weil ich finde die Reduktion ohne Farbe erstmal genauso schön, wenn nicht schöner. Mhm. Und eben, es ist so, damit hat es eigentlich auch schon, es ist, oder die einfach beides zusammen, also farbig und schwarz-weiß, es gibt irgendwie,
Es ist eine schöne Verbindung, finde ich. Mhm. Farbe ist, ich mag diese Kitschbilder halt einfach, gut, das passiert mir auch, ich muss es zugeben, aber diese typischen Kitsch, ich sage es auch, ich spreche von Weinbildern, da gibt es sehr, sehr viele kitschige Weinbilder, oder? Und oder da stehen, ja, was ich dann eben auch versuche zu verhindern, und das ist ganz wichtig, nicht, dass die Leute dann so gepostet irgendwo hinstehen oder wenn es ein hochwertiges Weingut ist, so mit, weiß ich was, für einen Namen oder so, und der Typ ist ganz sicher, oder die Frau, nie im Leben im Weinberg mit einer Weinschere zu gegangen, außer mal für eine halbe Stunde im Jahr oder so, dann finde ich das einfach falsch und nicht richtig und das mache ich dann einfach nicht. Also ich versuche das dann zu verhindern. Ich meine, dann sollten die Leute drauf, die in den Reben auch wirklich arbeiten, oder? Naja, zum Beispiel. Ja. Aber wenn es natürlich unbedingt gewollt ist, dann ist es, je nachdem, kann es auch mal schwierig sein. Aber ich versuche es zumindest zu verhindern. Also Authentizität und, ist dir in deinen Bildern ja, sehr. Ein zentraler Punkt. Ist, weil gute Weine sind authentisch, oder? Heutzutage, je länger, desto mehr. Ich meine, die Weinwelt ist im Umbruch aufgrund der Klimatik, aufgrund dieser Wettereinflüsse, diesen Wetterextremen, vom Starkregen über diese ganzen Winde, Gewitter und Hagel. Also vor 2 Wochen hat es in Zürich gehagelt, so Golfbälle fast. Es hat ja 2, 3 kleine Reblagen in Zürich, die werden da bewirtschaftet von einem, ich sage jetzt auch keine Namen, aber die kann man trinken, ich würde die nicht in den Keller legen, aber und den hat es, glaube ich, das Zeugs zusammengehauen. Also ja, das ist, geht ja so schnell, oder? Und ich habe das schon ein paar Mal im Tessin auch erlebt, dann hieß es, oh, Achtung, also in Deckung im Sinne von, jetzt kommt diese rot-braun-orange Wolke, oder? Und dann ist es vielleicht 200, 300 Meter breit und nachher kannst du entweder in die Ferien oder dich mal ausweinen gehen oder irgend, also es ist nicht lustig, oder? Nee, leider nicht. Und im Sinne jetzt eben von authentisch, also man muss ja versuchen auch. Lass uns mal nochmal bei der Weinfotografie kurz bleiben. Ja. Weil das finde ich jetzt insofern spannend, weil ich sag mal, auch die Erzeugerstruktur gibt es ja her, dass du jetzt in allen Anbaugebieten große Erzeuger hast, die eine riesen Maschinerie haben, was PR angeht, was Kommunikation angeht. Die haben natürlich einen tollen Internetauftritt in aller Regel. Aber es gibt natürlich auch kleine Weingüter, die da noch die selbst zusammengezimmerte Homepage von 1995 haben. Und da sehe ich eigentlich schon hier und da, ja, ich will jetzt nicht sagen großes Potenzial, aber da kann man auf jeden Fall und müsste man auch heutzutage was machen, um seinen Auftritt professioneller zu gestalten. Da ist es eben schon so, dass man da viel sieht an Bildern, wo man sich denkt, ja, das hat er wahrscheinlich einfach selber fotografiert, das wirkt ja, richtig, und kommt da nicht so gut rüber, finde ich, in manchen Fällen. Ne? Ja, gebe ich dir ganz recht, oder zu 100% sogar. Es ist teilweise, fehlt es dann irgendwie auch am Geld. Also ich meine, ich kriege schon lange nicht mehr, oder kannst du deine Frau fragen, die Fotografie, die Tagesgagen oder so, die kannst du halbieren, also in den letzten 20 Jahren, oder? Ja. Wenn es gut läuft. Also soll immer, umsonst kann ich einfach nicht arbeiten. Ich habe da nicht, mir fehlt das Geld dazu und seit Covid sowieso, oder? Also ja, ehrlich gesagt. Ja. Und das ist teilweise, also jetzt aus meiner Erfahrung, dann doch ein Grund, da machst du schon eine nette Tagesgage nach meiner Meinung und dann kommt halt eine leichte Bildbearbeitung dazu. Das ist, früher waren das quasi wie die Filme, die man verrechnet hat, das Filmmaterial. Jetzt ist es die Bearbeitung und so und das Backup und so. Und dann kriegen die schon irgendwie, also da machen die schon große Augen zum Teil, also auch wenn ich es nicht unbedingt gerade direkt sehe. Und ich sage dann aber auch immer, hey, überlegt mal kurz. Ich meine, das hält eine Webseite, wenn man sie anständig und richtig macht, hält die 10 Jahre, oder? Jetzt rechnen wir das mal auf den Tag aus. Was jetzt das die Gesamtrechnung pro Tage in 10 Jahren, also geteilt durch, oder? Ja. Und dann ist es echt wirklich nicht mehr viel, oder? Und es kommt darauf an, wie man die Webseite lädt, wie man sie aufbaut, muss sie einen Shop haben oder nicht und so weiter, oder? Das ist auch bei, ich arbeite auch für Weinhandlungen direkt, also ich kann eine Flasche perfekt fotografieren vom Licht her im Studio, oder? Das habe ich mal richtig gelernt. Und da kommt es darauf an, ob die das vernetzen auch oder nicht, oder? Aber ich finde eben, da komme ich nochmal zum, was ich vorhin mal gesagt hatte, ich finde, es muss, oder hatte ich es nicht so gesagt, die Wirkung ist doch wichtig, dass da richtig was Schönes rüberkommt, oder? Ja. Dass da eben, weil du jetzt kleine Betriebe gesagt hast, es ist ein Handwerksbetrieb, es ist ein kleiner Betrieb, das will ich dann in den Vordergrund stellen. Wir haben da nicht eine PR-Maschinerie dahinter, oder? Die zum Teil ja auch Märchen erzählen, also das habe ich oft genug erlebt.
auf Weinreisen eingeladen und so, das von Weinhandlungen oder auch sonst, aber so PR-Reisen, wo sie das Geld verbuttern halt, also was auch richtig ist, man muss die Leute einladen. Aber, wie ist denn die Rückmeldung von den Betrieben, die dich engagiert haben? Weil natürlich viele sich dann überlegen, ist das eine Investition, die sich amortisiert irgendwann? Was hast du da für ein Feedback? Kommen da regelmäßig Auftraggeber auf dich zu und sagen, Mensch, super, deine Bilder haben jetzt mein Auftritt so attraktiv gemacht, es hat wirklich was gebracht, ich habe jetzt deutlich mehr Zuspruch oder auf meine Seite, auf meine Flyer. Wie ist so das Feedback? Eigentlich im Normalfall keines, ehrlich gesagt, was mich auch immer so ein bisschen enttäuscht und auch verwundert, aber das ist, glaube ich, auch so eine Zeiterscheinung. Alle sind irgendwo, was weiß ich, im Kopf so irgendwo, was weiß ich, irgendwo also abgelenkt, irgendwo anders gerade immer. Ja. Ich habe das, um es genau zu sagen, ich wüsste jetzt nicht mal, wann einer gesagt hat, hey, wow, cool, richtig toll, das läuft rund oder aufgrund dieser Bilder mit so kleineren Sachen, so kleine Eingriffe fotografisch, ja, oder wo sie es dann wirklich direkt messen können, oder? Ja. Also weißt du, wenn es jetzt eine Aktion vielleicht ist oder so, dann ist es ja sehr leicht messbar an den Verkaufszahlen. Ja. Sonst, du hörst nichts. Also, aber das ist so, ich höre das von anderen Menschen im Gastgewerbe, die sich irgendwo bewerben, du kriegst nicht mal eine Antwort, sprich eine Absage, oder? Das scheint so eine Erscheinung der heutigen Zeit zu sein, was traurig ist in meinen Augen. Ja, das finde ich auch oft sehr schade und auch eine Unart letzten Endes, weil... Richtig. Das ist schon einfach der Respekt vor der Arbeit oder die Zeit, die man investiert hat, dass man halt auch für eine Absage sich eine Zeit nimmt. Ne? Aber das ist, keine Ahnung, vielleicht wird das auch mal wieder besser. Ich weiß es nicht. Besser. Ich weiß, weißt du, wenn ich zum Beispiel meine Fotos angucke, die ich tags gemacht habe oder morgens früh oder abends, wenn das Licht schön ist, dann gucke ich mir die wieder an im Hotel und denke, also ist es gut, dann zweifle ich wieder sehr. Und dann gucke ich es am nächsten Tag wieder an und sage, sage ich gut oder sehr gut oder überragend oder wie auch immer. Und das wechselt bei mir immer so ein bisschen hin und her. Also ich zweifle gerne an meinen Bildern und das gehört, glaube ich, auch dazu, weil das ist so wie, weißt du, die immer finden, sie machen alles am besten oder so, also da fehlt irgendwo so ein kleiner Gedankenprozess ab und zu im Kopf, oder? Ich hinterfrage das pausenlos, also es ist wirklich so. Ja, ich denke, ich will jetzt nicht sagen Zweifel, aber zumindest eine Rekapitulation oder eine Reflexion seiner Arbeit, denke ich, ist schon einfach Ausdruck, dass man halt auch irgendwo nach einer gewissen Perfektion strebt, wo man weiß, dass man sie nie erreichen wird, aber man ist halt bemüht, sich immer zu verbessern oder halt das Bestmögliche rauszumachen. Und dazu gehört das, finde ich, einfach schon, weil wenn du immer schnell zufrieden bist oder selbstgefällig oder wie auch immer man das dann im Einzelfall nennen mag, ist jetzt eigentlich eher, zumindest wenn man halt jetzt im künstlerischen Bereich tätig ist oder im schaffenden Bereich, dann denke ich, ist das eigentlich ein ganz normaler Prozess, dass man sich dahinter fragt und ob das jetzt schon das Optimum ist, was der Kunde haben will oder was ich mir vorgestellt habe. Ich denke, dass das schon dazu gehört, ja. Meistens ist es ja dann so, dass es ja, also jetzt nicht weiß, dass ich nicht irgendwie missgebaut habe oder so, dass man das wiederholen muss. Also das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt oder jetzt nicht von mir selber. Aber eben, ich zweifle trotzdem die ganze Zeit so ein bisschen hin und her und dann ist es aber eigentlich doch wirklich toll, oder? Also das ist so, ja. Jetzt muss man mal darauf zu sprechen kommen, Jörg, wie du zum Wein gekommen bist oder was Wein für dich eine Bedeutung hat. Bist ja vorher gleich abgebogen Richtung der Weinfotografie, das macht auch nichts. Aber du hast ja schon gesagt, du bist relativ früh auf den Wein gekommen quasi. Wie soll ich sagen, hast du da ein Vorbild gehabt oder war es aus dem familiären Bereich, dass Wein immer ein Thema schon war? Nee, überhaupt nicht, im Gegenteil. Meine Eltern haben schon ab und zu mal Wein getrunken oder so, aber jetzt nicht, also erstmal nicht in dem Sinn, gut, das war dann in den 60er Jahren, oder, als ich das so als Junger noch so mitbekommen habe oder auch als Teenager, mein Vater ist dann sehr früh gestorben, aber von zu Hause ist es definitiv nicht, ich weiß genau, von wo es ist. Ich habe dann, wo ich die Lehre als Fotograf angefangen habe und das war bei einem quasi rein Modefotografen in Zürich, wir waren einmal im Monat irgendwo unterwegs und man war immer in den besten Hotels, in den besten Restaurants. Also der Kunde wollte das. Man war nur in 5-Sterne-Hotels immer.
Und man war immer in den besten, ich sage jetzt Kneipen, Restaurants, wo man halt immer war. Und von das, also ich habe das eben auch mal gefragt und dann habe ich genau die Antwort gewusst, das kam von da. Dann kam da irgendwann irgendwie nachher, aber der Wein, der war da irgendwie noch gut, den anderen fand ich jetzt wieder gar nicht so. Und dann hat mich dieser Virus gepackt, also eindeutig ist es von da. Daher. Aber wenn du jetzt sagst, das war Anfang 20, ich meine, wenn du jetzt da ja in so Fine Dining oder Top-Gastro unterwegs bist, da sage ich mal tendenziell oder zumindest jetzt in der Schublade gedacht, werden da ja Weine kreiert oder serviert, die jetzt vielleicht nicht zum Geschmacksprofil eines 20-Jährigen passen, ja, weil es halt oft zu schwer, zu trocken von mir aus, zu körperbetont ist. Aber dich hat es von Anfang an dann schon angesprochen. Ja, also mir hat es eigentlich von Anfang an geschmeckt, muss ich sagen. Und das geht auch bei den, der Geschmack. Bei den Lebensmitteln ist ja das eigentlich genauso. Also ich meine, du kannst hier, wo ich jetzt gerade übergangsweise bin, da hat es eine Bäckerei, das ist eine reine Holzofenbäckerei. Ich meine, das ist einfach Tag und Nacht. Das ist irgendwie, du schmeckst es, du riechst es, es ist, das Mehl ist besser. Ich frage ja immer nach, weißt du, auch beim Wein sowieso, also wenn ich irgendwo bin, also das ist auch eben, ich löchere die Leute. Also alles, was ich weiß, und ich weiß mittlerweile, man sagt mir nach, ich sei ein Weinlexikon, also Weinfreunde von mir. Ich frage also einfach alles Mögliche und bis die selber nicht mehr weiter wissen im weitesten Sinne, oder? Warum, wieso, eben die Böden, das, dies und jenes und so. Und so habe ich mir das die letzten 35 Jahre angeeignet, oder? Und das ist, das hat bestens jetzt nicht geklappt. Nur Book Knowledge, sondern du fahrst ja auch zu den Leuten hin und beides, vor allem im Gespräch. Dann, direkt reden mit den, die Menschen, die diese Sachen herstellen, sprich die Weine oder auch die Lebensmittel, oder? Ja. Aber es ist hauptsächlich natürlich jetzt Wein, ja, in erster Linie. Und das ist nach wie vor spannend. Ich freue mich, weißt du, wenn ich jetzt denke, irgendwie, oh, es geht dahin. Übrigens eben, es wird so sein, ich glaube, hier sagen, also man sieht es ja dann vielleicht auch, ich werde die Möglichkeit haben, Romane Conti zu besuchen in den nächsten 2, 3, 4 Wochen, über den Generalimporteur in der Schweiz. Der kann das managen, weil es ist nicht einfach, da bei denen reinzuschauen, weil erstens mal kriegen die jeden Tag genug Anfragen. Und die suchen sich dann aus. Aber eben die Person hat mir gesagt, die machen eigentlich nichts anderes. Die wollen einfach gute Weine machen und arbeiten sauber und alles. Und was der Sekundärmarkt mit den Preisen rausmacht, ist eine andere Geschichte, oder? Ich bin ja einmal vor dem Tor des Weinguts gestanden im Burgund. Das ist ja ein sehr, sehr kleiner Betrieb, völlig unscheinbar. Ein sehr zurückhaltendes Steintäfelchen neben dem Hof. Ja, ich habe das auf Instagram, siehst du so ein Bild von der Türklingel, also glaube ich 2, 3 Wochen zurück. Da steht eigentlich nicht viel, oder? Und keine Tafel oder sowas, weil dann eben, da hast du Leute, die da die Tür einrennen, also wie soll ich sagen, einrennen würden oder möchten. Aber das möchten die gar nicht, die möchten eigentlich. Natürlich wissen die, dass sie gut sind, dass sie wirklich tolle Weine machen, oder? Also mehr als einen Schluck hatte ich noch nie im Leben von einem, das war so ein Rissspur, glaube ich. Ich hatte noch nie eine ganze Flasche, also die will ich alleine locker schnell wegtrinken, glaube ich. Aber das ist eine andere Geschichte. Rissspur kennt man ja spätestens seit dem Film Sideways, da war ja auch ein... Oh ja. Rischburg im Weinkühler drin in dem Film. Aber ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie was die für eine Begehrlichkeit wecken. Ja, wenn man dann in die Lagen stehen, aber geht, bewusst. Da steht ja ein Schild im Weinberg, bitte nehmt keine Steine mit, weil wenn jeder Besucher einen Stein mitnimmt, dann ist der Berg bald weg. Also das sind diese Schaltsteine, diese kleinen oder mittelkleinen. Also gut, sie sind ja nicht größer als eine Hand groß oder so, oder kleiner, eher halb so groß. Dann müssen die da von woanders wieder zuführen. Irgendwie gut, so rumbuddeln tut es da niemand im Untergrund, glaube ich. Aber so oben da gleich bei der Mauer und so, bei der Tafel oder beim Kreuz, da werden schon... Ich muss es zugeben, ich habe auch schon mal einen kleinen mitgenommen. Also ich gebe das öffentlich zu. siehst du. Aber der war irgendwie so, was weiß ich, irgendwie so 4x5 Zentimeter oder so, also höchstens. Aber trotzdem, du hast recht, es ist so... Also sonst müsste irgendwann Stacheldraht oder sowas rundherum machen, dann ist es ja komisch, oder? Also, auch komisch, ja. Aber, und denkst du, du hast dann die Möglichkeit, auch die Weine dann zu verkosten von denen? Das hoffe ich mal sehr. Ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall, ja. Nee, ich denke, das gehört dann schon dazu. Also ich habe, der Importeur hat mich noch gefragt, ich habe da extra, weißt du, so einen kleinen Text verfasst, was Smells Like möchte, eigentlich das Magazin und
es geht zwar da eben nicht um Degustationsnotizen, sondern ist dieser Stress schon mal weg, oder? Wobei, also wenn die keinen Stress, also die Weine kriegen ja immer Höchstnoten in dem Sinne, aber es ist einfach, der Besuch soll was anderes sein. Man soll irgendwie, der schreibt, ist auch wichtig, und das ist wirklich wichtig, der schreibende Weinjournalist, dass der die Gabe hat, dass er so, dass er wirklich eine Geschichte schreiben kann, die irgendwie packt, die packend ist und fesselt irgendwie. Und das kommt halt auch auf die Fragestellung drauf an, oder wie das ist da der Monsieur de Villain oder so, oder jetzt der neue, glaube ich, ist es sein Sohn oder Cousin oder irgendwas, ich habe es nicht richtig im Kopf, ist ja auch egal. Aber das ist ein bisschen eben dieses Fragen und Antworten, ist halt, ja, da ja, kann man noch was draus machen. Was man da gar nicht vergessen darf, ist, dass solche Weingüter, gerade jetzt im Burgund oder auch in Bordeaux oder im Napa Valley, da jetzt vielleicht weniger, zumindest was den geschichtlichen Hintergrund noch angeht, ist Napa Valley jetzt vielleicht natürlich nicht so tragend wie jetzt Burgund. Aber solche Weingüter kannst du ja auch nicht an einem Weinfest machen. Ja? Da geht es um die verschiedenen Lagen, da geht es um die Tradition des Weinguts, wie lange das schon existiert, wie die Leute das machen. Ja. Die Jahrgänge über Jahrzehnte hinweg verglichen, weil die Weine halt auch so lange halten. Ja, und die haben also Kellerbücher, oder? Ich meine, für alle Situationen. Genau. Oder? Das ist auch wie im Bord, oder? Die können da zurückschauen, also es wurde mir immer so erklärt, oder? Deswegen je nach Austrieb und Temperatur und. Ja, Entschuldigung, ja. Ja, deswegen meine ich, ist es da natürlich immer wahnsinnig sinnfrei fast, hätte ich jetzt gesagt, dass ich einen Wein zu nehmen, da eine Verkostungsnotiz zu schreiben, weil das natürlich höchstens ein Schlaglicht ist, was dieses Weingut jetzt auszeichnet und was es eigentlich darstellen möchte. Ja, da ist muss man das schon im Kontext setzen, wie gesagt, über die Kultur, über die Menschen, über die Jahrgänge etc. Ja, da muss man das einfach ganz anders aufziehen. Ja, total. Ja, genau. Ja. Und das eben, und dann das am Schluss eben, das ist für mich dann der große Punkt, auch das schön verpacken, also eben möglichst großzügige Bildgestaltung, Doppelseiten, ganze Seite, auch mal kleinere Sachen. Und dann eben, ich hab dem Importeur gesagt, ich möchte, dass wir ein bisschen Zeit haben, ich will ja nicht in einer Stunde oder zwei wieder weg sein. Das war, ich komme nochmal zurück auf den Besuch bei Melkovic letztes Jahr, im Spätherbst oder im Herbst. Ich habe dem zuständigen Mann hat früher für ein Sting gearbeitet, da, wo ich mal ein Sting fotografiert habe, bei einer Weinhandlung, die Weine importieren, die gar nicht so schlecht sind übrigens. Also er hat ja einen guten Enologen da. Ja, und wir hatten auch hier im Podcast, der ein oder andere Hörer mag sich vielleicht noch erinnern, wir hatten mal eine Sondersendung mit Telsche Peters, die hier in München einen Weinladen hat, die das Weingut persönlich kennt, auch den Winemaker, und die verkauft die Weine auch hier im Münchner Raum. Da war es tatsächlich schon mal auch Thema hier mit seinen Weinen. Ja, das war vor 3 Jahren, ist er da überall hingestanden, hat sich Zeit genommen, also war auf Tournee und hat sich daneben, und der Ralf, der da das begleitet hat und der eigentlich offiziell für sie gearbeitet hat, der ging dann weg von ihnen, weil, das sage ich jetzt nicht hier, aber hat er sich da gelöst, also nicht wegen Sting, aber und arbeitet jetzt für den Melkovic, oder? Und das ist eine gute Geschichte. Und da habe ich von Anfang an gesagt, und der John hat immer mitgelesen bei den Mails, ich möchte, dieser Besuch ist nicht ein normaler Besuch, wir degustieren sich kurz die Weine, natürlich, hatte die noch nie, aber es geht um eben was ganz anderes. Es geht eben um warum er überhaupt, um die Geschichte, und warum jemand Pinot Noir unter anderem setzt in der Provence, wo es nicht gerade kühl ist. Es war übrigens auch schon ein mittlerweile sehr bekannter kleiner Weinproduzent, der Tom Litwan. Stefan Reinhardt liebt den auch sehr. Den wollten sie mal als Berater. Und der Tom hat aber gesagt, ich habe mit ihm darüber gesprochen in Zürich, hat gesagt, er hätte keine Zeit, dann sieht er seine Freundin nie mehr und also irgend so halt. Und ich habe ihn jetzt jemand anders empfohlen aus der Gegend, eine junge Weindame, die im Châteauneuf gearbeitet hat, bei Saint-Préfère, und mal gucken, ob das da klappt vielleicht. Weil die sieht, das ist noch ganz jung und das ist alles irgendwie im Tun, hat schöne Etiketten kreiert und alles, und er ist wirklich interessiert, oder? Und ich habe gesagt, wir kommen unbedingt und gerne, aber ich kann das nicht einfach runterhauen. Er muss sich einen halben Tag Zeit nehmen, und das hat er gemacht, oder? Und seine Frau war da. Alles. Wo kann man deine Arbeit da sehen? Das ist jetzt eben, das ist noch inkognito, aber das ist eben in diesem Smells Like dann drin. Oder? Ah, okay. Jetzt müssen wir noch natürlich, du als Schweizer, zum Schluss müssen wir jetzt noch mal drauf zu sprechen kommen, was für dich Schweizer Wein
ausmacht, was er für dich bedeutet und wie du einen Schweizer Wein generell jetzt als Weinexperte siehst, der aus dem Land auch kommt? Ich bin mittlerweile, ich sag's mal so, teuer ist er in erster Linie, leider, vor allem für euch im Ausland. Die meisten kennen, ich versuche das mal so ein bisschen wie kurz zu halten, viele kennen Gantenbeins, oder? Ja. Den kennen fast alle, aber ich meine, er ist ja bei weitem nicht der Einzige. Und ob er jetzt der Beste ist in Sachen Pinot Noir und Chardonnay, stelle ich mal schwer im Raum. Er gehört sicher zur Spitze, hat aber mittlerweile mehr als genug andere. Ob es jetzt in der Bündnerherrschaft selber ist, da könnte ich schon mal bei Donatsch anfangen. Aber über Patrick Adank, der Junge vom Hans-Rudi Adank und so, der war beim Julian, großer Freund vom Julian Huber und so, sind gut vernetzt. Der macht das einen tollen Schaumwein. Wenn es um Pinot Noir geht, nur mal ganz kurz einen Ausflug, dann finde ich eigentlich die Gegend am Neuenburger See interessanter als die von der Bündnerherrschaft oder sonst wo, weil Leuchttürme gibt es überall. Im Wallis ist es grundsätzlich zu warm, finde ich. Das ist wirklich halt so. Es hat zwar lustigerweise ein paar Betriebe, die kriegen das irgendwie hin. Ich weiß eben, ich war noch nicht bei denen. Um das mal rauszufinden, wie die mit der Pflanze arbeiten, dass die relativ eine kühle Aromatik hinkriegen, oder? Was mich extrem erstaunt. Mhm. Im Großen und Ganzen ist die Schweiz ein Pinot Noir-Land, Blauburgunder. Es gibt großartige Chardonnays, dann ist es natürlich im Merlot, Tessin ist natürlich der Merlot, ganz klar. Da gibt es auch ganz tolle Sachen. Ich komme da gerade nochmal auf den Christian Zündel zum Beispiel oder so. Nur als Beispiel. Der aber auch zum Teil, das hat seine Chardonnays, hat 3-4 Lagen Chardonnays und die sind wirklich toll. Das ist wirklich, es war immer sein Ziel, burgundische Weine zu machen und das hat er mit seinem Horizonte und mit seinem Terra Firma und so weiter, also jetzt die Roten hingekriegt. Der hat schon alles Mögliche gemacht, hat immer schwerbarrig irgendwie eingesetzt und das ist alles viel reduzierter geworden, hat man mit offenen Stockingerstangen gearbeitet, auch wieder vor. Jetzt hatte nur so kleine Gebinde, wo alles separat vinifiziert wird und so, also verrückt. Mhm. Eben Merlot im Tessin in der Deutschschweiz, Zürichsee und so, also mein viel Großartiges gibt es nicht, aber es gibt 2-3 tolle Betriebe. Da geht es auch um Pinot Noir und ich bin kein, jetzt muss ich sagen, ich trinke kein Chasselas, ich mag die Sorte nicht. Ja, da hätte ich die jetzt noch drauf. Riesling Silvaner, das ist nicht mein Ding. Ich liebe Pinot Blanc zum Beispiel noch, das findest du auch oft oder öfters mittlerweile. Also nebst Chardonnay mag ich das auch. Mhm. Deutsche Rieslinge gibt es leider keine, die ich über alles liebe, mit Burgunder Chardonnays in Sachen Weißwein oder nach Fasson gemacht halt so. Also gemacht, klingt wieder ein bisschen bescheuert, aber einfach so von der Aromatik her. Und im Gang ist sicher auch zum Glück, dass die auch anfangen wirklich und müssen, einfach naturnäher zu arbeiten. Ja. Dass man da wirklich irgendwie, zum Beispiel auch Georg Fromm in Malanz, der hat jetzt so 3 einzelne Pinot-Lagen ausgetüftelt über die Jahre hinweg. Ich weiß nicht, wie er es genau gemacht hat, aber er hat es immer einfach sehr genau beobachtet. Und die aromatischen Unterschiede waren dann irgendwann halt feststellbar und da kam halt von Spielmann über, wie heißt die Anlage, jetzt weiß ich es nicht, hat das dann so mit innerhalb von 10 Jahren, hat er das so ein bisschen rauskristallisiert hat sich das. Mhm. Aber die Schweiz, also die Frage nochmal, also habe ich das richtig beantwortet jetzt soweit oder was meinst du mit also der Schweiz? Zum einen hast du das Aushängeschild klein, schon gerade ein bisschen demontiert mit dem Chasselas. Im Weltland dominiert, an diesen schönen Lagen im Lavo dominiert der Chasselas. Ja. Ich denke auch mit Klimawärme, die könnten, was ich im Wallis nicht verstehe, dass sie nicht mehr Syrah machen. Es gibt circa zehn absolute Top-Syrahs. Mhm. Ich verstehe es marketingtechnisch nicht, weil das ist quasi der erste Syrah an der Rhone. Nachher geht es dann immer weiter runter, Gornas und so weiter und all die Sachen, oder? Und die können das schon rein marketingmäßig nützen. Und es sind auch steile Hängen, es ist irrsinnig heiß, die Sonne knallt. Die knallt dahin und es ist perfekt für Syrah, also für alles andere eben schon. Da gibt es noch den Cornalais und so weiter. So. Oder gibt es auch noch so alte Sorten wie Himbercha, Lavneccia. Da gibt es so einen Winzer, der, wie ist jetzt richtig gesagt, der bearbeitet die. Das sind so wirklich, da kann man sagen, Spezialitäten, oder? Mhm. Aber eben gut edel, sprich Chasselas, ist nicht mein Ding. Ich weiß nicht, wie das der Herr Zierreisen hinkriegt. Mit seinem, dieser Einte, ich weiß nicht, wie er heißt, der kostet 90 Franken, glaube ich, in der Schweiz.
Ja, der ist aber, für mich ist er irgendwie, also er ist ein toller Betrieb, aber der Wein ist irgendwie angedreht. Also Schwarzlach hat einfach nicht diese Aromatik im Normalfall, aber ich weiß nicht, wie er es macht. Ich möchte ihm da auch nichts unterstellen, weil der Betrieb ist ein toller Betrieb, also da gibt es nichts zu sagen sonst. Ja. Ja, ich denke mal, jetzt gerade im Zuge der Klimaerwärmung, da ist die Schweiz, ich weiß gar nicht, vielleicht gerade durch die Berge noch mehr betroffen, wie es jetzt vielleicht im flachen Land ist, weil sich die Gletscher immer weiter zurückziehen. Keine Ahnung, auf jeden Fall wird es auch in der Schweiz wärmer werden. Definitiv. Ich meine, wenn man da auf Spätburgunder und Chardonnay, klar, wird auch im Randzonenklima angebaut, aber jetzt speziell Spätburgunder, ist natürlich jetzt schon, denke ich mal, wenn man jetzt mittelfristig denkt, ist Spätburgunder schon immer eine schwierige Wette, ja, weil ihm halt schnell zu warm wird einfach. Ja, ich meine, man kann an einem gewissen Ort kann man noch ein bisschen höher hinaufgehen natürlich. Ja. Man kann entweder die Erträge vergrößern wieder oder Laubwände. Was soll ich sagen, vielleicht muss das Zusammenspiel finden, oder? Damit die Pflanze nicht so viel arbeitet, damit sie nicht zu viel assimiliert, oder? Ja, damit nicht zu viel Zucker eingelagert wird. Und so ein Ding. Klar, je höher du gehst, desto kälter wird es, aber dafür hast du halt die Sonneneinstrahlung, das verträgt jetzt auch nicht jeder. Es ist nicht die einzige richtige Lösung, das ist klar. Also du musst das Zusammenspiel von diesen Faktoren ja treffen, das kannst du innerhalb, das braucht es ja ein paar Jahre hinzu, oder? Wie groß oder wie klein ist die Laubwand dann und so weiter, ja, genau. Oder? Dass ich auch die ganze, vom Austrieb bis zur Lese, dass ich da nicht irgendwie eine verkürzte Zeitspanne plötzlich ist, sondern dass ich halt wirklich alle Faktoren, die Waage halten, wenn das dann soweit ist, oder wenn man anfangen will zu ernten. Das sind schon, glaube ich, wirklich, das sind die Herausforderungen schlechthin in der Zukunft, oder auch jetzt schon, nicht nur in der Zukunft, oder? Dass die Weine, ja, Entschuldigung. Dann sag uns doch zum Abschluss, welchen Weißwein und welchen Rotwein man unbedingt aus der Schweiz mal getrunken haben muss. Also mit Name und Hersteller meine ich. Was wären also, jetzt Top-Empfehlungen? Chardonnay meinst, Christian Zündel, Tessin Chardonnay, einen von den Chardonnays. Der Lepiane ist der kleinste, dann gibt es Villabona, dann gibt es noch einen. Beim Rotwein ist es irgendwie, da bin ich mir, da könnte ich jetzt im Tessin auch ein paar Namen aufzählen, aber Pinot Noir zum Beispiel, Jacques Datachor, der ist am Neuenburgsee. Die Weinhandlung heißt Karl Studer in der Schweiz, wo du das kriegst, wenn du Glück hast und überhaupt was kriegst. Sonst eben, ich meine mal, abseits von Gartenbeins in der Herrschaft, der Donatsch ist immer zu kriegen, oder? Und ich würde dann eher mit Passion anfangen. Also da gibt es einen Chardonnay, da gibt es einen Pinot. Die Unique-Linie, die teure, die kostet dann eh zu viel, also vor allem im Ausland, und ist auch schnell mal ausverkauft. Das sind so, das kriegst du auf jeden Fall irgendwie, oder? Das kannst du dir auch bestellen. Also und eben Christian Zündel nochmal im Tessin, es ist einfach unglaublich gute Weine zu trinken, nicht, er hat die ausbalanciert mittlerweile, er hat so vieles versucht und ich glaube, Christian ist irgendwo angekommen, wo er eigentlich sein möchte mit seinen Weinen, also irgendwo, dass sie, am Schluss haben sie Trinkfluss, oder? Und das ist irgendwie ein großes Wort, finde ich, irgendwie, es klingt irgendwie so einfach, aber die trinkst du einfach, oder? Nicht, die guckst du nicht an und stellst den beiseite, die Flasche, die geht einfach weg, die ist leer. Das ist halt so. Aber eben, also Zündel und Donatsch muss nicht Gartenwein sein, oder auch von Adams, eben vom Patrick Adam, jetzt der Junior, der macht den Spondis, weil es auch spontan vergoren, ohne, soll ich jetzt sagen, Hefen von draußen oder halt vom Keller und so. Das sind halt auch noch interessante Sachen, die sauber gemacht sind. Ja. Eben von diesem Jacques Tatas Chiore mit C geschrieben, das wirst du kaum finden, aber es ist irrsinnig gute Pinos. Okay. Chardonnay macht alle paar Jahre bloß mal. Ich habe ein paar im Keller, die jetzt bald mal reif werden, 9 und 10. Ich weiß auch ein Restaurant oder zwei in Zürich, die das auf der Karte haben. Und das ist wirklich, da denkst du, wow, ja, sehr fein. Sehr gut. Ja. Dann haben wir die Stunde voll, Jörg. Haben wir noch irgendwas vergessen, was unbedingt erwähnt werden müsste, oder haben wir es ganz gut abgerissen? Ich weiß nicht. Ich meine, ich glaube, im Großen und Ganzen nicht so. Man könnte da noch stundenlang weiterreden. Ja, also wenn wir jetzt noch ein Glas Wein vor uns hätten und da noch zwei, drei Schlücken oder noch zwei Gläsern, würden wir vielleicht nicht mehr aufhören zu reden. Sehr gut, Jörg. Dann bedanke mich für deine Zeit. Und wie gesagt, wer auf Jörg zugehen möchte, der findet zunächst mal seine Bücher in den Shownotes und natürlich auch den Kontakt. Und vielleicht ergibt sich ja da für dich auch einen neuen
Kontakt für die Zukunft, was gemeinsam zu starten. Danke, Jörg, und dann hoffe ich auf ein reelles Treffen. So, und damit schließen wir diese 59. Ausgabe meines Wein-Podcasts ab bezüglich des Thema Schweiz. Ich denke, das war jetzt auch ein sehr schöner Abschluss mit dem lieben Jörg und einer Handvoll Tipps, wie ihr euch dem Thema Schweizer Wein noch ein bisschen nähern könnt. Ja, ich gebe mich geschlagen in Bezug auf Schweiz. Ich habe es einfach trotz allem nicht geschafft, noch mehr Interviewpartner zu finden, die jetzt ins Konzept gepasst haben, auf die, was mich jetzt persönlich selber stark interessiert hatte. Ich habe da alle Hebel in Bewegung gesetzt, hat leider nicht weiter sein sollen, aber ja, die Schweiz ist ja jetzt auch nicht so weit weg und fahrt am besten vielleicht einfach mal selber hin. Es sind sehr, sehr nette Leute, es sind auch sehr, sehr gute Winzer darunter. Wir haben ja ein paar vorgestellt und ein paar Empfehlungen habt ihr ja auch bekommen, sodass es euch oder dass es jetzt nun an euch selber liegt, die Schweizer Weine für euch selber zu entdecken. Ja, es geht weiter dann am 11. Juni mit der Ausgabe 60. Da werden wir dann eben uns Richtung Norden bewegen und die Elsässer Weine besprechen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil wie ihr ja oder der ein oder andere von euch wisst, haben wir ja in Südhessen mal gewohnt und waren dort auch dann regelmäßig im Elsass, weil es einfach dort wirklich schön, sehr pittoresk ist, gute Kulinarik, leckere Weine hat und da freue ich mich dann einfach auch wieder diese Weine ein bisschen detaillierter zu besprechen. 11. Juni ist noch mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Ich denke, ich kriege es zwar hin, aber die nächste Woche ist ziemlich voll mit Terminen. Und dann soll es für mich ja am 30. Mai für 2 Wochen nach Los Angeles, Kalifornien zum Zelten und Wandern gehen. Und mal gucken, Laptop nehme ich wahrscheinlich nicht mit, aber ich möchte dort auch wirklich mal eine kleine Auszeit nehmen, so dass ich nicht 1000-prozentig versprechen kann, dass ich das Intervall von den 3 Wochen einhalten werde. Aber ich gebe mein Bestes und ansonsten gibt es halt eine Woche später, aber geht mal von dem 11. Juni als nächsten Veröffentlichungstermin aus. Dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Beschießt mich weiterhin mit Themen, Wünschen, Anregungen, Fragen, Verbesserungen. Wer Gesprächspartner werden möchte, sei es als Themenschwerpunkt, als Praktiker zu dem aktuellen Thema. Jetzt wäre Winzer aus dem Elsass sehr hilfreich. Wer da Kontakt hat, kann sich gerne bei mir melden. Oder eben wer auch, wie die anderen Firmen möchten, meinen Podcast nutzen als Präsentationsplattform für sich, seine Betriebe, seine Produkte, der kann sich natürlich auch weiterhin gern an mich melden bei mir und dann machen wir eine ganz exklusive, dezidierte Podcast-Episode dazu. Also, ich verbleibe mit sonnigen, heißen, gewittrigen Grüßen aus München. Ich hoffe, ihr habt Kühles und Leckeres aus Weinen bereitetes im Glas und verbleibt mit genussreichen Grüßen. Wie immer, euer Florian. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.